Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Ja, und schon ändert sich die Grafik wieder und alles ist richtig trist und grau. Ja, was hat er getan? Die Alte hat mich angegriffen. Ich musste mich doch wehren. Gut, dass der dann danach irgendwie 30 Mal auf die eingestochen hat und mehr, das fand ich jetzt psychologisch halt eben auch sehr bedenklich. Das ist dann so wie... Wie war das? Mad Heidi? Der Horrorfilm? Vielleicht ist das jetzt Bad Hänsel oder so. Wobei, der heißt ja Olle. Erinnert mich aber trotzdem so ein bisschen an Hänsel und Gretel. So, hier ist jetzt alles so weitläufig. Kann man denn noch irgendwo irgendwas entdecken oder so? Ich denke ja immer noch daran, oder ich hoffe ja immer noch darauf, dass irgendwo eine Figur kommt. Leute? Warum ist der Wald eigentlich jetzt so abgebrannt? Oha. Wer ist das? Ich hoffe nicht meine Familie. Olla? Hallo? Ich sehe nichts mehr? Hä? Olla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich den Leuten noch helfen kann oder ob die schon alle tot sind. Und irgendwie, ja, scheinbar kann ich aber wohl nur in eine Richtung laufen. Ich vermute jetzt mal, sobald das so komisch weiß-wolkig wird, bin ich in der falschen Richtung unterwegs. Aber warum darf ich da nicht zu den Leuten hin, die da hingen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, es ist sehr trist, ne? Ich denke mal, dass das irgendwie sein Innerstes vielleicht... Verfolgt mich jetzt die Kamera oder will die Kamera mir irgendwie den Weg und das Blickfeld abschneiden? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Also nach da oben darf ich nicht hingehen, ja? Warum nicht? Vielleicht kann ich den Leuten ja helfen. Da wird es aber auch so komisch weiß. Aber da scheint es richtig zu sein. Oha. Wieso sind die Pferde eigentlich auch so klein? Ich meine, gut, die sind jetzt viel größer für mich jetzt als normal so in Relation. Aber die sind eigentlich sehr klein, ne? Dafür, dass wir... Da darf ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht hin, oder? Doch, diesmal schon. Hallöchen, ich hoffe, ihr seid nett oder tot oder beides. Das wäre ganz cool, wenn ihr mich nicht angreifen würdet. Die sehen auch schon ziemlich alt aus. Also die mit dem Häubchen zumindest. Jetzt kriege ich dieses Flatterzeugs ins Gesicht. Uah. Kann ich mich auch ducken? Ich kann mich nicht ducken, schade. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht ducken. Man soll den Effekt der vermoderten Kleidung auf der Haut und den Haaren spüren. Aber ich muss zugeben, es wäre jetzt gruseliger, wenn die jetzt ihre Gesichter irgendwie drehen würden oder so. Okay, das ist auch gruselig. Guten Tag. Ich küsse ihre Füße. Wäre vielleicht nicht so gut, ne? Wenn ich gerade übergeben habe. So. Ist das nicht das Dörfchen, wo wir schon mal waren? Also irgendwie ist alles hier ein bisschen verworren und ja, manchmal erkennt man die Sachen wieder, dann auch wieder nicht und... Nils Huld. Oder auch Nils Schuld, keine Ahnung. Weg da, das ist eine Leiche. Weg da. Ständet doch nicht die arme Leiche. Das
Darf nur ich machen. Ich denke mal, wir müssen hier rein, ne? Oh, guten Tag. Sie sehen unnatürlich verrenkt aus. Schade, ich dachte, wir haben ein weiteres Märchenbuch. Hä? Warum? Aha! Hallöchen! Das ist die Dame mit dem Loch im Rücken. Sehr schön. Das heißt, wahrscheinlich muss man dann immer so eine Figur finden. Wenn das stimmt, dann habe ich das sehr früh erkannt. Immer so eine Figur finden, wenn man einen Boss erledigt hat. Oder vielleicht auch schon kurz vorher. Man weiß es nicht. Hat die sich jetzt selber erstochen? Nein, okay, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber wieso ist die da rausgekommen? Also diese Schnallen, da kommt man eigentlich nicht so leicht raus. Vielleicht kann man das mal ein übersetzen. Staffe, wenn der Hedaren auch Brüjell Dorens Rück. Ja, alles klar. Jetzt habe ich verstanden, worum es ging in dem Spiel. Space. Alter, ich wollte gerade sagen, jetzt hat sie sich bewegt, oder was? Moment, E, Q. Und wir ziehen die Musik auf. Oder wir nehmen uns so einen Schlüssel daraus. Eins von beiden. So, aufheben. Ist gut. Tut mir leid, gute Dame, aber ich brauche den Schlüssel wahrscheinlich für die Tür. Kommen Sie da noch mal besuchen? Irgendwann mal. Vielleicht. Oder auch nicht. Oh, oh. Ich hab's verstanden. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich jetzt gerade keine Geräusche drin habe. Also zwischendurch sind Geräusche im Spiel und dann wieder nicht. Also anfangs habe ich da keine Probleme mit gehabt. Aber seit heute ist es irgendwie ein bisschen komisch. Der guckt ja jetzt nicht rüber, ne? Die Frage ist, ich hätte wahrscheinlich andersrum gehen müssen. Ja, natürlich hätte ich andersrum gehen müssen. Hier kommt er nicht durch. Oh, wollt ihr mich denn verarschen? Ich habe auch noch das Licht, aber das hilft uns vermutlich nicht allzu sehr. Ich werde jetzt erstmal sterben bei dem Versuch, hier rüber zu gehen. Oder auch nicht. Da muss ich hoch, oder? Nehme ich mal an. Geh doch da hoch, Mann. Oh, Alter. Alter, willst du mich verarschen? Aber das ohne Ton ist jetzt irgendwie echt schlecht. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem Spiel ist. Das Einzige, was aus ist, ist die Musik. Und die war ja von Anfang an aus. Und wir hatten ja die ganze Zeit trotzdem Ton. Ich werde mal eben schauen, ob ich da, was eingestellt kriege. Vielleicht kann ich den Schieberegler nochmal hin und her bewegen, ob dann der Sound wieder drin ist. Keine Ahnung, weil der steht auf 100%. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Ja, also Effekte insgesamt, alles 100%. Nur halt die Musik nicht. Ja, schade. Bin ich ganz ehrlich. Ist sehr schade, weil man hört halt eben nichts. Und das Spielegefühl ist dadurch halt auch so ein bisschen... Naja. Es kommt halt kein Grusel auf, ne? Das Problem ist, ich muss da durch. Das Einzige, was ich machen kann, ist bei denen durchlaufen, oder?
Die bringen mich sofort um, davon mal abgesehen, aber was anderes kann ich ja nicht machen. Alter, lauf. Oh. Ja, ist natürlich zu doof, um mal schnell zu laufen. Aber wie soll ich da sonst durchkommen? Ich kann ja auch nicht klettern oder so. Und die sind so schnell, dass ich da wohl nicht dran vorbeikommen werde. Wenn ich die nach hier unten locken könnte, aber... Also wenn ich hier drin laufe, dann macht denen das nichts. Das interessiert die noch nicht mal, wenn ich hier oben rumlaufe. Nur wenn ich hier jetzt direkt bei denen rumlaufe, dann interessiert die das plötzlich. Ja, toll. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Aber die sind so schnell. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Naja, alleine einer. Wenn mich ein einziger packt, ich hab's ja gerade gesehen. Eieieiei. Also, wenn ich, das Komische ist halt, wenn ich jetzt hier unten, das interessiert die gar nicht. Selbst wenn ich aufrecht gehe, interessiert die das nicht. Nur wenn ich laufe, nee, selbst dann interessiert es das gerade nicht. Ist das jetzt, weil ich versteckt bin, oder ist das jetzt... Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich gerade vorhabe. Nee, oder? Nee, oder? Steht der hier auf? Sieht aber nicht so aus. Schauen wir mal. Achso, Tür ist offen. Licht können wir uns ja auch machen. Habe ich schon wieder total vergessen hier. Haben wir jetzt so selten benutzt in letzter Zeit. Ah. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair. Lurking in the shadows during the full moon. Achso, ich muss ja umblättern. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned. And those who did had lost their minds. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman, but to no avail. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair.
After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Hm. Also jetzt verstehe ich so langsam, warum der Kleine so psychisch durchgeknallt ist und dann nur noch draufgehauen hat. Hä? Wieso dreht sich die Wand? Hä? Ich kann das gar nicht richtig angucken, so. Nö, die Wand dreht sich einfach. Muss ich nicht verstehen. Da ist auf jeden Fall ein Rechteck obendrauf. Aber ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat, das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist die Tür, durch die wir reingekommen sind. Kann man das hier irgendwie verschieben oder so? Nee, ne? Das muss doch irgendwas hier mit dem E auf sich haben. Das Problem ist halt, ich kann nichts anklicken. Ich kann halt nur hier so in die Richtung bewegen und so ein bisschen hoch und runter bewegen. Aber das bringt mir natürlich nicht viel. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwas verbuggt ist, dass man das eigentlich nutzen können müsste. Oder ich muss oben weiter rum. Das kann natürlich auch sein. Dass das jetzt nur war, um sich das Buch anzugucken. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt eher, warum da alles ja abgebrannt war und... Oh ja, oh Scheiß. Ich glaube, wir müssen wirklich oben weiter rum. Das hier sind aber Leichen, oder? Da kann ich so durch. Ach, herrje. Wo muss ich denn? Über oben links, ne? Der hat gerade so komisch geguckt. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss aber hier durch die Mitte und dann am Steg vorbei, denke ich mal. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Oh, ernsthaft jetzt? Diese Kackvögel haben mich umgebracht. Wollt ihr mich denn... Oh Gott. Das Problem ist, die Vögel sind hier überall. Aber ich kann jetzt nicht so nah an den... Oder kann ich doch da hinten links vorbei? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja erstmal mein Plan. Alter, ernsthaft? Ich wollte hier nur hoch. Ach, Moment. Ah, die haben die Vögel aber weggescheucht. Ah, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Jetzt geh an diesen scheiß Hügel vorbei. Nein, natürlich nicht. Warum bleibt der an diesem Kackding da hängen? Anscheinend muss ich doch eben links rüber. Ja. Also, wenn wir schon nicht über den Berg rüberkommen, weil diese scheiß Schaufel mich da stoppt und rechts da kann ich auch nicht vorbei... Bleibt ja eigentlich tatsächlich nur noch die einzige Möglichkeit, oben an diesen Dingen vorbeizukommen. Also rüber zu hüpfen, quasi. Was der ja eben nicht wollte. Beziehungsweise, oder habe ich das jetzt abgebrochen?
Oh, ich darf. Oh, oh. Obwohl. Also erstmal, oh, ich darf noch nicht mal stehen, weil das ist ja, das konnte ich ja eben schon. Aber mir ist gerade was anderes aufgefallen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Und wenn ja, dann brauche ich da echt viel Zeit für. Also viel Schnelligkeit für, meine ich. Oh, lauf, lauf, lauf. Nein, du sollst laufen, du Arschloch. Warum schleicht der? Die Shift-Taste ist nicht zum Schleichen. Das ist die da drunter. Oh. Deswegen spiele ich so ungern mit der Tastatur, weil man halt so beschissen nur da drauf drücken kann und alle Tasten irgendwie dann gleichzeitig drückt. Weil man ja mit einem Finger über drei Tasten gleichzeitig hängt quasi. Und das ist gerade bei diesem Spiel hier ist das tödlich. Nur ich kann es halt nicht mit Controller spielen, weil mein blöder Controller ja einfach in irgendwelche Richtungen zieht, wo er gerade Lust drauf hat. Oh, lauf, 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 lauf! Nein! Fick dich! Es wäre schön, wenn er da noch richtig gesprungen wäre, so wie ich das amüsiert hatte. Aber nein. Er wollte jetzt alle möglichen Todesarten noch mal kurz zeigen. Ich wollte natürlich nur zeigen, wie man das Ganze nicht macht. Damit ihr das dann direkt richtig machen könnt. Alter, das ist nicht dein Ernst. Und jetzt lauf und spring richtig. Alter. Oh, ich dachte gerade, der eine kommt da noch drüber. Wow. So, Frage ist, da ich ja leider nichts höre, ist hier hinter auch wieder irgendwas? Ja, man kann sich hier verstecken. Ich sehe im Moment nichts. Das ist eine richtig beschissene Perspektive, falls jetzt irgendwas kommt. Ich denke nicht, dass was kommt, oder? Wir laufen mal so weiter. Wenn nicht, dann sterben wir halt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben das Fenster ist offen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Dann gehe ich hier einmal rein. Was ich jetzt gerade ganz seltsam finde, dass ich Ausschlag habe beim Desktop-Audio, also vom Spiel, bei der Aufnahme, ich selber aber nichts höre. Jetzt höre ich sein Gier. Oh, nein, nein, nein. Heftig. Oh, scheiße. Was muss ich hier machen? Oh Gott. Ich kann ihn weglenken, das habe ich schon verstanden. Aber wohin? Also was muss ich machen? Wo muss ich hin? Das ist jetzt die große Frage. Ich muss doch hier hoch. Ich konnte es nur nicht, weil ich am Schleichen war. Okay. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken gerade. Boah, also auf Licht reagieren die anscheinend auch. Auch. Das Mütterchen da unten. Die stand aber vorher noch nicht da. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Hier scheint keiner mehr zu sein. Alter. Muss ja hier echt auf alles gefasst sein, ne? In dem Spiel. Okay, dann gehen wir mal runter. Ah, wir müssen wieder einen Fluch machen. Ich denke mal nicht, dass wir dann dabei schleichen müssen. Rechts und links ist was und an der Tür ist was. Dann schauen wir doch erstmal hier. Da ist ein Kreuz. Oh ne, also habe ich jetzt zurückgeklickt. Oh, ich dachte gerade schon. Ein Kreuz, ein Kreis. Nein, ich wollte, aber er ist immer zurück, okay.
Ein Kreuz, ein Kreis. Okay. Da können wir noch was machen. So die üblichen Zutaten, die wir halt immer so haben, ne? Aber kein Hinweis. Ja, wahrscheinlich war das nur der eine Hinweis, den wir bekommen hatten ganz am Anfang, damit wir wissen... Och, was mache ich denn? Ich will immer mit Escape zurückgehen. Damit wir wissen, worauf wir achten müssen. Jetzt können wir es ja im Endeffekt an der Tür sehen. Die Frage ist, haben wir so ein Minus auch? Also ein umgedrehtes Kreuz. Oder sind das zwei Kreuze? Kann man natürlich auch da drin sehen. Und eins mit der Spitze nach oben. Und hier war doch eben ein Kreuz. Das ist ein normales Kreuz. Da ist ein Kreis. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Hier kann ich quasi gar nichts sehen. Das ist auf jeden Fall richtig. Das müssen wir mit dazu machen. Und ich denke, dass wir dann zwei Kreuze da reinmachen müssen, oder? Ich habe hier kein umgedrehtes Kreuz bisher gesehen. Ich gucke nochmal, aber da ist eigentlich nur der Kreis. Nicht, dass wir hier wieder was übersehen, so wie beim letzten Mal. Aber ich kann es nur einmal hinzufügen. In dem Fall müssten wir aber doch noch einen Strich nach unten dann machen. Ah, Moment, hier ist noch was. Ah, oder ein zweites Kreuz. Okay, hier sind dann nochmal andere. Mhm, okay. Dann müsste es das eigentlich sein. Na? Okay. Jetzt haben wir wieder... Oh Gott. Wie soll ich mir das denn merken? Moment. So viele Zutaten kann ich doch gar nicht machen, oder? Drei Kreise. Ja, gut, okay. Das sind vier insgesamt. Drei Kreise. Dreieck nach unten. Viereck in zwei Richtungen. Also einmal das Viereck. Das wollte ich aber... Achso, habe ich schon hinzugefügt. Viereck. Viereck in die andere Richtung. Drei Kreise. Und was hatte ich gesagt? Dreieck nach unten, ne? Dreieck nach unten. Und drei Kreise. So. Kompliziertes Bildnis, aber... Ich meine... sind logische Formen, ne? Also. Ja, ich habe alles erwischt. Sehr schön. Die Frage ist nur, was erwischt mich jetzt da draußen? Ich kann nach oben. Wahrscheinlich muss ich da auch hin. Gehen wir erstmal hier hin. Oder wir gehen nicht dahin, weil die wahrscheinlich verschlossen ist, nehme ich mal an. Oh Gott, da oben stand doch die komische Mutter, ne? Mit ihrer Sense oder was das war. Ich warte nur darauf, dass jetzt gleich einer aufsteht und mich anspringt, wenn ich ehrlich bin. Eine Kerze. Ja, normalerweise müsste man hier reinkommen. Kann ich ja durch? Kann ich da durch, wenn ich hocke? Nee. Kann ich irgendwo da drüber springen? Kann ich? Komme ich da überhaupt durch? sieht nämlich gerade nicht so aus. Also das hier finde ich komisch. Das müsste normalerweise doch bedeuten. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Ich dachte, das wäre eine Tür. Gut. Keine Figur dabei? Ah, aber ein Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel. Gucken wir nochmal, ob wir nochmal irgendwas anderes hier aufheben können. Aber sieht mir nicht danach aus.
Okay. Glaube ich nicht so clever jetzt in dieser Gegend hier zu laufen, aber ich mach's trotzdem mal. So, jetzt aber. Hallöchen. Ich hoffe, es ist keiner da. Egal ob tot oder lebendig. Oh je, das ist wieder so ein blöder Sprung, ne? Genau, springen wir mal einfach in das Blut rein. Ja, warum auch nicht? Aber ich finde es trotzdem immer noch blöd. Also gestern bei der Aufnahme hat alles wunderbar funktioniert. Und heute ist die Hälfte nicht mehr vertont. Ich weiß nicht, ob das am Spiel selber liegt. Ich meine, es muss ja am Spiel selber liegen. Wenn ich jetzt zurückgehe, was dann? Kann ich dann da hochklettern oder was? Ja, muss ich anscheinend. Dreh dich mal. So. Wo muss ich hinspringen? Nach rechts. Also er möchte nach rechts springen, glaube ich. Aber ich will eigentlich hier vorne zum Balken. Aber das ist etwas weit, oder? Bin mir nicht so sicher. Ja, nee, es funktioniert. Okay. Ist eine etwas komische Einstellung, wenn das dann so nah ist. Hallo? Ich würde gerne sehen, was ich hier mache. Aber danke. Kein Thema. Springen wir einfach darunter. Beziehungsweise fallen wir darunter in dem Fall. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner drin. Was haben wir denn da? Eine Blume. Er hat noch eine schöne Blume reingeritzt, bevor er ermordet wurde. Das ist doch schön. So möchte ich auch mal irgendwann von der Welt weggehen. Indem ich schöne Blumen einritze, bevor ich sterbe. So. Geht's hier noch weiter? Leuchtet. Ne, das ist, glaube ich, nur die Reflexion, ne? Also ich denke mal, dass man da vielleicht auch irgendwie was für bekommt. Moment, konnten wir da unten jetzt in der Ecke? Nee. Ich denke mal, dass man da auch irgendwas für bekommt, wenn man sich die ganzen Bilder angeguckt hat. Aber ob wir die alle gefunden haben, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und hopp. Theoretisch könnte ich jetzt weiter rechts runterspringen. Ich kann aber auch, ich weiß nicht, ob die Tür hier offen ist. Ja, genau. Kein Thema. Lass dich einfach sterben, indem du da runterknallst. Da kommt man auch nicht rein, oder? Wahrscheinlich ist das nur, wenn man da runterfällt oder so. Ich weiß es nicht. Ich dachte, die haben das jetzt extra gemacht, damit man da nochmal vielleicht rein kann, aber anscheinend nicht. Und jetzt werden wir sterben. Beziehungsweise runterknallen, weil wir da nicht mal aufs Dach gekommen sind. So. Oh, Hallöchen. Geht's dir gut? Hat er die Hand da drin? Ja, ich glaube ja. Es war übrigens ein Sie. Lecker. Da freut man sich doch. Ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Tja, wird uns ein Bosskampf bevorstehen oder nicht? Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.